Zuschauer. Jedes Jahr am 14. Februar da blüht die Schweiz so richtig auf. Es ist nämlich Valentinstag. Verliebte dürfen sich an diesem Tag Blumen schenken und ihre Zuneigung ganz ungeniert mit einem grossen oder kleineren Strauß bezeugen. Unsere Blumenabteilung ist mit passenden Angeboten auf den Valentinstag gut vorbereitet. Neben Sträuße oder Schalen für jeden Geschmack und für jedes Portemonnaie hat es dieses Jahr auch wieder viele Orchideen. Bei uns zu Gast heute ist ein Orchideenspezialist. Herzlich willkommen, Herr Schwab. Herr Schwab, ist es richtig, dass die Orchideen in den letzten Jahren immer beliebter geworden sind? Das stimmt. Orchideen sind in den letzten Jahren wirklich immer beliebter geworden und auch günstiger und eignen sich zum Schenken besonders gut. Hier kommen wir gerade zu unserer Wettbewerbsfrage an die Zuschauer im Studio. Wie viele wildwachsende Orchideen sind bekannt? Sind das 3'000, 10'000 oder 30'000 Arten? Die richtige Antwort verraten wir dann nach dem Rezept von Armin Amrain. Es ist eine spezielle Torte. Grüezi miteinander. Herr Schwab, Orchideen sind zwar wunderschön, aber auch heikel. Eigentlich nicht. Orchideen sind sehr pflegeleichte und dankbare Pflanzen. Das Wichtigste ist, dass sie viel Licht bekommt, aber nicht an der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Das heisst, dass man sie mit Ost-, Nord- oder Westseite am Fenster aufstellen sollte. Dort stimmt ja dann auch die Temperatur. Die Pflanzen haben ja nicht ganz warm. Am wohlsten fühlen sie sich bei 20 bis 22 Grad. Haben denn die Orchideen gerne feucht? Nein, einmal in der Woche Wasser geben ist vollauf genug. Das Wichtigste ist, dass kein Restwasser unten im Teller oder im Übertopf bleibt liegen. Und umtopfen sollte man sie nur im Notfall. Weil sie auch mit wenig Nährstoff gut leben kann, braucht sie höchstens einmal im Monat ein bisschen Spezialdünger. Mehr über das Halten und Pflege von Orchideen erfahren Sie übrigens in dieser Broschüre aus der GOP Blumenabteilung. Bestimmt werden auch Sie viel Freude an diesen faszinierenden Pflanzen haben. Freude macht jetzt hoffentlich auch im Armin Amrain sein Rezept. Eine Valentins-Nudeltorte mit Zuckerglasur. Fideli, die man normalerweise als Suppeneinlage nimmt. Ganz kurz kochen. Ricotta, Eigelb, Zucker, abgerieben Zitronenschale, Saft von einer halben Zitrone und ganz, ganz wenig Amaretto dazugeben. Und das Ganze cremig aufschlagen. Kandierte Früchte und Fideli drunter mischen. Eiweiß zu Schnee schlagen mit gemahlene Mandeln abwechslungsweise drunter ziehen. In einer Springform im vorgeheizten Ofen ca. 50 Minuten backen. Wenn es soweit ist, aufs Gitter stürzen und abkühlen. Die andere Hälfte vom Zitronensaft und Puderzucker zu einer zähflüssigen Masse verrühren und die Torte damit glasieren. Und natürlich mit einem passenden Zuckerdekor garnieren. Das Rezept für die Torte steht wie immer in der neuen Coop-Zeitung. Ich wünsche viel Erfolg beim Ausprobieren. Dankeschön, Armin. Jetzt zum Wettbewerb. 30'000 wildwachsende Orchideenarten sind bis jetzt bekannt und das ohne die zahlreichen Zuchtformen. Das bedeutet, Herr Schwab, wir dürfen ein grünes Kärtchen ziehen. Gewonnen hat das Nachtessen auf dem Bürgerstock im Restaurant Le Club Frau Nehmer Sibylla. Herzliche Gratulation. Herzliche Gratulation, Frau Nehmer. Vielen Dank allen fürs Mitmachen, ganz besonders natürlich Ihnen, Herr Schwab, mit dieser Aufmerksamkeit von unserer Blumenabteilung. Merci vielmals. Danke fürs Kommen. Noch immer wird es am Oben recht früh dunkel und das kann unter Umständen das bedeuten. Alles, was unerwünschten Besuchern das Leben schwer macht, finden Sie darum in der speziellen Infobroschüre aus Ihrem Bau- und Hobbymarkt. Mit abschließbaren Fenstergriffen kann man verhindern, dass sich jemand den Zutritt in die Wohnung zwingt. Auch einen gesicherten Lichtschacht kann man nicht so leicht aufbrechen und der Einstieg in den Keller wird erschwert. Neben mechanischen Sicherheitsvorrichtungen gibt es im GOP Bau und Hobby auch elektrische Wächter wie einen Halogenstrahler mit Bewegungsmelder oder elektronische Schalttouren für individuell einstellbare Hausbeleuchtung, wenn man nicht daheim ist. Auch ganze Videoüberwachungssets mit Kamera, Mikrofon, Lautsprecher und Bildschirm für einen wirksamen Schutz von Ihrem Heim oder Ihrem Betrieb sind im Sicherheitsangebot von Ihrem Bau- und Hobbymarkt vertreten. Lassen Sie sich von unseren Fachleuten beraten. So viel für heute aus dem GOP-Studio. Ebenfalls ums Vorbeugen, allerdings gegen Verkältungen, geht es in einer Woche bei uns. Wäre schön, wenn Sie dann wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.